Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass du zu mir gefunden hast. Ja, wie der Titel des Videos schon sagt, in diesem Video wird über das Thema Internetausbau in Deutschland diskutiert. Dazu gehören Glasfaserleitungen Mobilfunknetze und alles, was halt dazugehört, alles, was zum Internetausbau gehört, diskutieren tue ich nicht alleine, das tue ich mit einem der Channelbetreiber von Trouble Black, Tim. Ja, alle weiteren wichtigen Informationen, Links und Teamspeak-Server zu Trouble Black und auch mein Teamspeak-Server und beziehungsweise der Teamspeak-Server von Trouble Black, alle Informationen und Links nochmal in der Infobox. Ja, kommen wir zum eigentlichen Thema, Internetausbau in Deutschland. Ich stelle dir mal die erste Frage. Mich würde mal interessieren, was ist deine Meinung zum Internetausbau? Was hältst du davon? Sind wir schon weit vorn? Wenn ja, wieso? Hast du irgendwelche Argumente? Wenn nicht, auch hier deine Begründung bitte. Also, ja. Ich würde sagen, dass wir auf einem guten Weg sind. Also wir sind auf jeden Fall noch nicht so weit wie andere Länder. Also andere Länder sind natürlich noch viel weiter als wir. Ja, gut, apropos jetzt, also andere Länder, wenn ich mir jetzt Belgien anschaue, die sind viel weiter als wir. Ich hätte nicht erwartet, dass andere europäische Länder viel besser als wir sind. Und Frankreich ist auch ganz vorn dabei, aber Belgien ist wirklich eines der Top-Länder, was jetzt Sachen Internetausbau angeht. Ja, vor allem, weil wir ja als wichtigste, also eines der wichtigsten und reichsten Länder der Welt gehandelt werden, kann ich das dann nicht so ganz nachvollziehen. Okay, gut. Mich wird zudem jetzt also auch noch interessieren, ob du irgendwelche Erfahrungen gesammelt hast bezüglich des Themas Internetausbau. Also, ja, genau. Ja, ich persönlich habe natürlich das Problem, wie schon mal bei uns auf dem Kanal erwähnt, dass ich kein DSL, also Unity Media und sowas richtig beziehen kann, weil die Kabel irgendwie 50 Meter unter unserem Haus aufhören und ich deswegen Funk bekomme. Das ist ja praktisch ein Handytarif, nur halt mit, keine Ahnung. Funk, wieso denn Funk? Gibt es denn keine Möglichkeit? Ja, gibt es denn keine Möglichkeit, das über Glasfaserleitungen oder irgendwelche andere Leitungen zu machen? Wieso denn überhaupt Funk? Weil wir die Leitungen erst verlegen müssten. Und wenn wir jetzt zum Beispiel vorher hatten wir DSL, glaube ich, über 1 und 1, das war dann noch langsamer. Ja, oh. Und so habe ich wenigstens eine Zeit lang relativ schnelles Internet. Auch wenn man ganz ehrlich sagen muss, Funk ist jetzt nicht die beste Lösung. Ja, gut, das ist ja aufbrauchbar, sagen wir mal so, ist ja nicht unbegrenzt. Nicht bei allen, nicht bei allen. Nicht bei allen, ja. Zum Beispiel, das hat Janis, da ist es nicht aufbrauchbar, jedenfalls noch nicht. Dann habe ich natürlich noch die Erfahrung, was angeht mit dem Fortschritt anderer Länder. Ich war mal in den USA für 2 Wochen und in so ziemlich der ländlichsten Gegend, Saarland von den USA war das ungefähr, wo die Dörfer 20 Minuten auseinanderliegen und selbst da war das Internet besser als hier. Auch in so einer Großstadt wie Chicago hat das Internet, ich sag mal jetzt, besser gehalten und weniger Störungen gehabt als hier bei uns auf dem Land. Von daher kann ich das nicht so ganz nachvollziehen. Okay, gut. Ja gut, das ist schon heftig. Also ja, ich erwarte eigentlich immer, dass Deutschland voll, ich sag mal, vorne dabei ist. Also ich habe immer das Gefühl, Deutschland ist immer up to date bezüglich Internetausbau. Das ist aber nicht der Fall. Ja, genau. Ja, was sagst du denn so mit dem Fortschritt? Klappt das? Also, ich sag mal so, ich will es jetzt nicht in die Länge ziehen. Ich sag mal so, ich finde nicht, dass ich merke auch nichts von dem Internetausbau, weil Deutschland ist überhaupt nicht weit vorn. Die sind auch nicht in der Mitte. Meiner Ansicht nach sind sie ganz hinten. Der Grund, warum es mit dem Internetausbau nicht klappt, ist einfach, dass die Städte kein Geld haben. Ja, beispielsweise für Glasfaserleitungen. Ich muss ehrlich zugeben, LTE ist voll dabei. Also in allen Städten, wo man es nicht erwartet, vor allem in Dörfern, ist LTE immer top. Ja. Also muss ich ehrlich zugeben, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ja, auch dieses Funk läuft ja auch über LTE. Genau. Und das ist bei euch sicherlich gut, ich weiß es nicht. Ja, ja, siehste. Ganz schlimm im Internetausbau jetzt in einem Hauptthema Glasfaserleitungen verlegen, das kostet Geld und das haben die Städte nicht, das Geld. Das wird einfach das Geld für etwas anderes benutzt, für andere unnötige Zwecke, die man überhaupt nicht braucht. Und ich finde das scheiße. Da kannst du auch Petitionen, weißt du, Unterschriften sammeln bei Petitionen und die Städte unter Druck setzen, dass das klappt so oder so nicht. Also das brauchen wir uns keine Hoffnungen zu machen. Da können wir mindestens 20 Jahre locker warten, bis da sich etwas tut. Also jetzt können wir erstmal nur träumen. Ja, genau, das ist ja genauso jetzt wie bei mir. Die Kabel hören unter meinem Haus auf. Klar könnte man jetzt sagen, man könnte die
Straße aufreißen und die paar Meter noch verlegen, aber welche Stadt, welche Gemeinde würde das machen? Okay. Da bleibt man dann im Endeffekt wahrscheinlich eher selber auf den Kosten. Ja, das ist richtig, ja. Und das ist blöd. Was sind so deine Erfahrungen bezüglich des Ausbaus, irgendwelche Erfahrungen mit anderen Ländern jetzt gemacht, außerhalb Brüssel? Gut, oder? Ja, ich sag mal so, andere Länder jetzt nicht. Also in anderen Ländern habe ich das Internet... Ich war zwar in anderen Ländern, aber das Internet habe ich so ehrlich gesagt gar nicht benutzt. Doch in den Ländern, ich war in den Niederlanden. Da war ich in einem Hotel, das war in der Nähe von Venlo. Das ist eine kleine Stadt, Venlo, müsste glaube ich jeder kennen. Gut, ist jetzt irrelevant, Venlo ist sicherlich, ist nur eine Stadt neben Venlo. Da war ich in einem Hotel, da muss ich ehrlich sagen, dass das Internet auch hier einigermaßen in Ordnung war. Gut, man könnte... Also ich hatte das Gefühl, ich wäre in Deutschland, weil das war ja irgendwie fast dasselbe. Also ich habe aber gemerkt, es war ein Ticken besser als in Deutschland. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur ein Zufall war von dem Internetanbieter. Und ich kann jetzt nicht sagen, ob sie Kupfer- oder Glasfaserleitungen hatten. Jedenfalls, es war auf jeden Fall besser als bei mir zu Hause. Ja. Ich habe einen Kollegen, der kommt aus Dortmund. Der hat eine 16K-Leitung und da kommen gerade mal 10K, ja höchstens 11K an. Und da erwartet man bei einer 16K-Leitung, dass mindestens 14K ankommt. Da ist der Internetanbieter... irrelevant, scheißegal, Hauptsache du hast Glasfaserleitungen, weil die versprechen dir eine stabile Internetverbindung, sage ich. Und bei mir ist es so, ich zahle für nichts, also Leistung, ich bekomme eine angebliche Leistung, also Leistung, die ich gar nicht bekomme, ehrlich gesagt, ja, dafür zahle ich einfach, dafür zahlen wir. Und das ist scheiße, ich zahle für nichts, ich find's blöd. Ja, eben. Selbst wenn man jetzt sagen würde, ja, wir fangen jetzt an, das alles auszubauen, im Prinzip macht das alles die Telekom und die hat gar nicht so viele Leute und Firmen und sowas, die das für die machen können. Und von daher nimmt das dann wieder Jahre in Anspruch und bis dahin sind die Leute, die es wirklich stört, dass das Internet so schlecht ist, schon längst weggezogen. Naja, wie gesagt, wir können auf jeden Fall lange träumen, bis sich hier was ändert. Ich habe erstmal dazu jetzt nichts mehr zu sagen, also das war's erstmal von meiner Seite aus. Du, von dir? Ich kann eigentlich nur noch hinzufügen, wenn ihr das Thema vertiefen wollt, dann schaut einfach auf dem TS vorbei. Genau, oder IB ist wie immer, wie gerade schon am Anfang des Videos erwähnt, in der Beschreibung. Oder, keine Ahnung, wünscht einen zweiten Teil davon. Ich meine, das ist ein Thema, über das man wirklich lange diskutieren kann. Ja. Von daher, ich würde sagen, lasst es den guten Stolz Forever einfach in den Kommentaren wissen. Ja, von meiner Seite aus sage ich dann einfach schon mal Tschüss. Alles klar, dann sage ich auch Tschüss von meiner Seite aus. Schaut doch mal auf dem Kanal von Trouble Black. Wir haben am 4., also gestern, Freitag war, genau, gestern war Freitag, am 4. haben wir halt ein Video hochgeladen. Genau, dort haben wir über Rebuy haben wir gesprochen. Genau, über die Firma Rebuy. Genau, über die Firma Rebuy. Auch hier ein Top-Thema, wird euch eventuell interessieren. Schaut vorbei. Das war's von mir. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal und Tschüss.